Ja, buongiorno. Saluti. Servus, Leute. Heute grüße ich euch aus dem Steigerwald. Heute eine Tagestour. Und zwar von der Ruine Hohenlandsberg. Das ist eine sehr alte Burgruine. Mitten im Steigerwald. Nördlich von Bad Windsheim, Markt Nordheim und Weigenhof. Ja, und die gilt es jetzt mal ein bisschen zu erforschen. Und wenn ihr wollt, schaut es euch mit an. Oh yeah. Ja, unsere fränkische Heimat hat wirklich immer wieder was Neues zu bieten. Magic Place, Lost Place. Oh yeah, this is nice. Das ist doch ein perfekter Platz, um sich den Hobo anzuzünden, die Buschbox und einfach sich einen schönen Kaffee oder Tee zu machen. Yeah! Genau. Verboten, verboten, verboten. Mal wieder alles verboten in Germany. Aber zum Beispiel mit einem Harvester Schneisen im Naturwald reinzuschlagen, wie vorhin vor ungefähr einer Stunde beobachtet, das ist nicht verboten. Das ist erlaubt. That's Germany. Super Freistaat Bayern. Ihr seid echt die Besten. Verbietet nur alles, habt ihr schon recht. Und erlaubt alles, was mit Money Money zu tun hat. Fuck Politics, ey. Fuck all Politics. Andate fanculo, pezzi di merda, di politici che siete. Aber wisst ihr was? Im Winter oder Spätherbst kann man hier trotzdem herkommen und mal pennen. Weil, wie gesagt, außerhalb der Saison glaube ich kaum, dass das irgendjemanden hier interessiert. Nice place. Silent place. Grüße an Rich an dieser Stelle. Muss ich nicht vergessen. Rich. Der Schwarzwald wartet immer noch auf mich. That's magic. Magic place. Yeah.
Kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Leute hier früher sich auf diesen Waldkuppen zurückgezogen haben. Oh, da gibt es sogar eine zweite Wallanlage. Hier unten sieht man schön durch den Wald. Das war wohl mal ein Verteidigungsgraben, so wie man das hier sieht. Ja. Der umgibt die ganze Burgruine. Magic. Ach. Ich würde sagen, das sind Mountainbike-Spuren. Also Leute, noch eine kleine Info. Mountainbike-Jumpen, wie heißt das? Downhill. Ich kann mit dem Wort gar nichts anfangen, weil ich das für keine naturverbundene Sportart oder keine naturverbundene Beschäftigung halte. Mit einem Bike für 2.000, 3.000, 4.000 Euro durch den Wald zu schaben und hier alles platt zu machen und überall seine Spuren zu hinterlassen. I don't like this. Ich like das gar nicht. Hier jumpen sie runter. Da unten sieht man die Spuren. Ja, hier auch. Die nächste Spur. Genau, hier geht es dann runter. Hier sieht man deutlich die Spuren. Ja, das ist alles erlaubt. Das ist ja auch nicht schlimm für die Natur. Gar nicht. Das ist erlaubt. Aber Bushcraften, sich ruhig verhalten in der Natur, ist nicht erlaubt. Oh, aber das ist genial. Die frei liegenden Wurzeln der Buche. Magic. Das ist richtig Magic jetzt. Oh yeah. So. Magic. Magic place. Also ist das schon sehr beeindruckend hier. Ich habe jetzt mal was Neues probiert, und zwar von der Firma No Bite, also für mich ziemlich neu, und ein Anti-Zeckenmittel, damit habe ich mal meine Hose eingesprüht. Jetzt suche ich eigentlich mal am Wegesrand nach einer Zecke, um mal zu sehen, wie sich die Zecke bei Berührung verhält. Normalerweise müsste das Mittel Permitrin, glaube ich, heißt oder so ähnlich, ziemlich gut wirken. Schaut euch mal hier nochmal das an. Ist das genial, wie die Buche sich da an diesen Gesteinen festklammert und die Wurzel frei liegen. Das ist schon cool. So. Ich denke, dieser Weg, der wird uns zurück zum Tor führen. Oh.
Nice place here. Da ist jetzt ein bisschen frisch geworden. Na, da könnte man mal seine Balancierkünste testen hier oben. Ziemlich cool hier, dieser Wald. Ja, ich denke, wie gesagt, dass man jetzt wieder zum Tor zurückkommt. Holz habe ich auch schon einiges gesehen. Dürfte kein Problem sein. Ja, hier wurde auch irgendwas angebrannt. Ja, das muss natürlich jetzt nicht sein, ne? Also jetzt hier einfach was anzünden, finde ich jetzt nicht so okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Werde ich jetzt auch nicht machen. Wie gesagt, ich habe meine Bushbox dabei. Die werde ich jetzt kurz anschmeißen. Einfach nur, um mir ein bisschen Wasser abzukochen. Und dann ja, einen schönen Tee zu trinken. Aber es ist wirklich ein schöner Platz hier. Auch wenn es jetzt ein bisschen zugezogen hat. Das Schöne halt unter der Woche, dass keine Sau da ist. Das ist die Aussicht. Hier in den Wald rein leider. Ja, wie gesagt, am Wochenende wird es hier bestimmt total voll und überlaufen sein, weil das auch nicht so weit weg vom nächsten Wanderparkplatz ist. Und hier sieht man es auch noch mal. Sehr schön. Sieht das nicht aus wie ein Gesicht? Bisschen Fantasy. Könnte aussehen eigentlich wie so aus Herr der Ringe. So ein verwunschenes Gesicht, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie das so ist, wenn man hier dann alleine übernachtet. Vielleicht gibt es ja noch Burggeister, das weiß man nicht. Zumindest ist es ein sehr energetischer Ort, das merkt man. Tja Leute, jetzt sind wir wieder am Eingang. Jo, da waren wir ja vorhin schon. Ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wie gesagt, Burgruine Hohenlandsberg ist auf alle Fälle ein Besuch wert. Am besten unter der Woche. Wie gesagt, heute ist Mittwoch, keine Sau da. Hab die ganze Zeit, den ganzen Tag keine Sau gesehen. Was nicht so schön ist, was mir nicht so gefällt, ist, dass in einem Naturpark, finde ich, es nicht erlaubt werden soll, mit Harvester und schwerem Gerät Forstwirtschaft zu betreiben. Da bin ich absoluter Gegner davon, weil, wie gesagt, wenn es mir als Bushcrafter, als Outdoor-Begeisterten, und er sagt es, draußen zu übernachten, draußen Feuer zu machen, draußen praktisch ja fast gar nichts machen zu dürfen, außer zu laufen, dann frage ich mich schon, wo da der Sinn ist. Also das geht einfach nicht sowas. Also egal, ob das Privatwald ist oder Staatswald, das interessiert mich an dieser Stelle gar nicht. Das gehört in einem Naturpark, und dazu zählt der Steigerwald, einfach verboten. Sorry, ist meine Meinung. Ja, wer es ähnlich sieht, bitte Kommentar unten reinschreiben. Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viel auf YouTube. Freue mich über jeden Like. Und wie gesagt, nochmal Grüße an Gerhard von Backpacker Wilderness. Er ist der Allerbeste. Und Rich, sowieso good for us. Du weißt, was ich meine. Ciao, Servus, Leute.